Okay, wie soll's laufen? Ich weiß nicht, ob eine Chance besteht, dass wir unerkannt in die Stadt kommen. Ja, wenn du von den Toten auferstehst, erzeugt das bestimmt Aufmerksamkeit. Dann geben wir ihnen etwas, das sie ablenkt. Einen Sohn von Odin zum Beispiel. Verlass dich auf meine Blitze, Captain. Die werden dich am Boden nicht sehen. Wir werden angefunkt. Stell durch. Ist da jemand? Sie haben uns gefunden. Sie sagen, sie heilen uns, aber wir wissen, was das heißt. Bitte, irgend... Was ist das? Jemand hat ein Funkgerät? Keine Sorge. Bald werdet ihr alle geheilt sein. Jarvis, kannst du sie orten? Sofort, Sir. Der Funkspruch kam aus einer Wohnung in der Evakuierungszone. Das ergibt doch keinen Sinn. Wieso wird da evakuiert? Wegen uns, Inhumans. Für sie sind wir eine Krankheit. AIM lässt die Leute glauben, sie wären gefährlich. Und es wird mit der Zeit nur schlimmer. Da steht eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Alarmstufe rot! Haltet durch! Wir bringen euch hier raus! Diese Energiezellen kontrollieren den Sperrmechanismus. Du bist jetzt sicher. Öffne den Biestpass!
Meine Danke! Ihr könnt mich nicht besiegen! Ja! Sie durchsuchen die Stadt nach Inhumans. Unsere Freunde wollten zum Unterschlupf. Wir finden sie. Geh jetzt. Bring dich in Sicherheit, mein Freund. Beeilung. Wir wissen nicht, wie viele da draußen sind. Ich habe noch eine Arrestzelle gefunden. Wie konnten wir das zulassen? Jetzt können wir sie aufhalten. In Ihrer Nähe befindet sich eine AIM-Elite-Einheit. Wenn Sie sie besiegen, erhalten Sie vielleicht etwas Nützliches. Tony, zerstören! Suchen Sie eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Einer unserer Shield-Verbündeten in der Nähe könnte Hilfe gebrauchen.
Suchen Sie eine Truhe mit Spezialressourcen in der Nähe. Ein Resistance-Verbündeter ist in der Nähe in Not und braucht Ihre Hilfe. Sie sind leer. Was tot ist, sollte tot bleiben, Captain. Und die Schwachen machen den starken Platz. Klingt vertraut. Und die haben auch verloren. Von diesen Sweeney. Suchen wir die Inhumans. Wir wissen, dass sie schwer bewaffnet sind. Und sie hören sich gern selber reden. Kommt mir bekannt vor. Oh, ich fühle mich ertappt. Weg zum Unterschlupf freiräumen. Okay, kommt! Dr. Pym schickt Agents, um die Überlebenden aus der Stadt zu bringen. Er hat sie informiert, aber sie sitzen drinnen fest. Ich schicke den Code für den Eingang zum Unterschlupf. Das Flugding hat direkten Kurs darauf. Patrouillen haben ihn gefunden. Gut, dass einer von uns fliegen kann. Wir müssen sie da rausholen. Sie blockieren unseren Weg! Das ist kein Zufall. Wollt ihr alle meine Waffen sehen? Okay! Einer ihrer Agents ist am Boden. Ausgezeichnet. Wieder ein Agent am Boden.
Dieses Truppmitglied wurde neutralisiert. Wieder ein Feind besiegt. Setzen wir uns in Bewegung. Wann trifft Pym ein? Seine Agents brauchen noch etwas Zeit. Davon haben wir nicht viel. Wachhunde nähern sich. Wir nähern uns dem Unterschlupf. Ich registriere etwas in der Atmosphäre. Ein Terrigen-Derivat. Aber ich habe so etwas noch nie gesehen. Sind wir hier in Gefahr? Sind wir das nicht immer? Das stimmt. Avengers, kommt! Gut, dass ihr da seid. Geht nicht. Die haben ein Ding, das Inhumans jagt. Wir wollten abhauen, aber die sehen alles. Wir kümmern uns um die Wachhunde. Keine Sorge. Nicht die. Das Ding am Himmel. Es ist hier. Ihr bleibt hier, bis die Resistance euch abholt. Thor, wie es aussieht, brauchen wir ein bisschen Luftunterstützung. Was diese neue Bedrohung auch ist, ich stelle sie am Himmel. Terrigenwerte steigen. Atemgeräte aktivieren. Diese Maschine ist die Quelle des veränderten Terrigens. Nach der genetischen Modifikation sucht es das Inhuman-Gen und eliminiert den Wirt. Das Ding tötet Inhumans? Nicht mehr lange! Who you gonna call? Hulkbuster!